Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ja, wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich hier schon öfters gewesen bin. Das ist mein Lieblingswald. Und bevor ich euch jetzt mitnehme zu einem Bush-Talk-Video, möchte ich euch mal zeigen, was mit dem schönen Waldstück hier geschehen ist während der Wintermonate und während des Sturmes und des Schneefalls. Wenn ihr da hinten hinschaut, seht ihr überall die umgestürzten Fichten. Hier rüber zu, es liegt alles voll mit den Birken. Dann hat es hier, der ist schon etwas älter, hat es hier direkt meinen Lieblingsbaum ausgehebelt. Der hier. Und das ist nicht der einzige. Das hier ist das Shelter, was jetzt noch nicht ganz fertiggestellt ist, aus meinen Labbuschkraftvideos. Und direkt daneben hatte ich einen bzw. zwei Lieblingsbäume, zwischen die noch eine Holzhütte sollten, wo man Holz unterbringen kann zum Trocknen. Und da ist jetzt Folgendes passiert. Also direkt hier neben dieser Shelterhütte sind zwei Bäume niedergegangen. Da ist dieses Shelter. Ich bin sehr traurig darüber, weil, wie gesagt, also diese Bäume waren echt total schön. Jetzt auch nicht wirklich kaputt. Ich nehme einfach an, dass das durch dieses Gefälle hier ist, so ein Hang drin, einfach ein Übergewicht gekriegt hat und der Wind kommt hier von hier oben durchgepfiffen zur meisten Zeit und hat die dann einfach umgedrückt, nicht wahr? Jo, Glück im Unglück, muss ich halt dazu sagen, denn es hätte auch genauso gut das Shelter treffen können, was jetzt noch nicht fertig ist. Da geht es dann in den nächsten Videos weiter. Das ist ein reines Schlachtfeld hier. Also das habe ich in der Form so noch nicht gesehen. Hier oben das Fichtewäldchen, wo ich immer meinen Reisig geholt habe zum Feuer machen, da sieht es auch nicht besser aus. Zum einen hat da oben eine Rodung stattgefunden. Da oben, ups, jetzt hängt das Kabel fest. Da oben, das ist total Licht. Früher konnte man hier nicht durchschauen, also war man auch geschützt vor Blicken. Und jetzt ist das halt alles entnommen und sogar weggefahren. Also da ist auch nichts mehr übrig. Also da ist nicht mal ein Halm, den die hier gelassen haben, wo man sagen, könnte man noch mal ein bisschen was gebrauchen fürs Shelter oder so. Nö. So ein paar vereinzelte Brocke sehe ich da oben, aber es ist wirklich alles weggefahren worden. Also die haben hier nichts übergelassen. Da drüben liegt, glaube ich, noch, aber da muss ich dann noch mal gucken. Hier hat es dann auch noch die Bäume wieder umgehauen. Hier hängen schon einige auch sehr, sehr schräg und sind auf Spannung. Also das dauert auch nicht lang. Wenn es noch ein bisschen mehr regnet, dann werden auch die noch umgehen und zu Fall kommen. Und das da drüben, also das habe ich, also das ist, da lagen immer mal ein paar, also da lagen zwei oder drei Birken, aber das ist ja, der ganze Birkenbestand ist ja hier umgegangen. Also absolut, ich bin gerade echt geschockt. Ich meine, das eine Teil hier drüber, das sieht echt super aus wie eine Höhle. Ich meine, ich würde da jetzt nicht reingehen, weil mir das so gefährlich wäre. Aber wenn man so guckt, da unten sieht aus wie so eine kleine, wie so eine Höhle. Bräuchte man eigentlich nur ein bisschen abdecken und schon könnte man da drinnen einen Overnighter machen. Aber so wie das aussieht, also ich würde da nicht, das wäre mir zu gefährlich. Ja, so sieht es hier aktuell gerade aus. Ich habe ja eine lange Pause gemacht, eine sehr lange Pause. War so lang eigentlich gar nicht gedacht, aber ich habe es gebraucht und jetzt, da ich zurück bin, ja, wollte ich mal so mitteilen, wie es jetzt weitergeht und euch wieder mit ins Boot nehmen und mit euch gemeinsam auf die Reise gehen. Es ist so das ein oder andere geplant. Wie sich das konkret gestaltet, kann ich jetzt noch nicht so sagen. Das sind bis jetzt nur Gedanken, die sich erst noch manifestieren müssen. Und ich gucken muss, wie ich die umsetze oder ob ich die überhaupt umsetzen kann. Aber ich bin da guter Dinge. Ja, das letzte Jahr war sehr turbulent, für mich zumindest. Da gab es so die eine Höhe oder Tiefe.
Die es mir halt so ein bisschen ein paar Steine in den Weg gelegt hat. Aber das hat sich jetzt zum Glück weitestgehend wieder normalisiert. Ja, und seit geraumer Zeit sind dann auch wieder so die Gedanken da, oh, man kann ja mal wieder in den Wald gehen, ein kleines Video drehen. Und für heute habe ich so eine Kleinigkeit nebenbei noch geplant. Also ich will mit euch hier ein bisschen was besprechen. Und nebenbei habe ich vor, mal so einen Wachsbrenner zu herzustellen und den dann benutzen, um mir ein Essen warm zu machen für heute. Das will ich schon seit geraumer Zeit ausprobieren und jetzt heute habe ich mir das vorgenommen, dass ich dachte, okay, das machst du jetzt heute mal, während du mit deiner Community quatschst und schnackst. Ja, ich werde das jetzt alle so ziemlich weit vorbereiten. Ich meine, ihr wisst, wie man Feuer mit, wie man Feuer anmacht mit Birkenrinde. Und die jetzt vielleicht neu im Kanal sind, die können mal durchgehen durch meine Playlist. Da gibt es immer mal Videos, wo ich das zeige. Da könnt ihr gerne reinklicken und euch das anschauen. Ich bereite das jetzt hier eigentlich einfach nur so vor, damit das ein kurzes, knappes Video wird und nicht ewig lang. Genau, und dementsprechend werde ich jetzt starten und den Aufbau planen. In der Zwischenzeit habe ich mir mal einen kleinen Tee gemacht heute. Und wie ihr seht, ist das Feuer auch schon ziemlich im Gange. Ich habe das heute mal größer gemacht. Ich brauche nämlich ziemlich viel Glut heute für das, was ich vorhabe. Und bis das soweit ist, werde ich euch mal so mit ins Boot nehmen und euch mal so erzählen, was denn geplant ist, mehr oder weniger. Zum einen hatte ich ja gesagt, dass es eine lange Pause war, die ich gebraucht habe. Und bei meinem letzten Video war ja auch Thema, dass ich Probleme habe mit dem Schneiden der Videos. Und dass das immer ein ziemlicher Gewaltakt ist, weil mein kleiner Lappy-Toppy, wie ich ihn liebevoll nenne, das einfach vom Datenvolumen her nicht schafft. Die Grafikkarte, die kriegt das nicht gebacken. Die schafft es nicht, das dauert viel zu lange, das zu schneiden. Dann beim Rendern passiert es ganz oft, dass das halt bei 99% plötzlich aufhört und dann tut sich nichts mehr. Und also das Längste, was ich mal gebraucht habe für ein Video, das waren 4 Tage. Und das ist einfach, das ist utopisch. Also das geht mit Sicherheit besser und auch schneller und aus diesem Grunde habe ich mich dann dazu entschlossen, beziehungsweise ich habe echt die Überlegung gehabt, halt aufzuhören, weil mir das mit der Schneidetechnik, das ist mir alles, das hat zu lange gedauert. Und jetzt kam mir halt noch die andere Idee und da hoffe ich halt auf eure Unterstützung. Ich habe einen PayPal-Me-Link eingerichtet, bei dem ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr das denn möchtet. Und davon wird dann halt eben Equipment wie Kameraausrüstung gekauft oder ein neuer Rechner mit einer größeren Grafikkarte, mit mehr Speicher und so weiter. Von daher, das geht halt nicht so aus der Portokasse einfach mal so, weil solche Geräte sind halt unwahrscheinlich teuer. Und und wie gesagt, ich hoffe so ein bisschen auf eure Unterstützung. So, jetzt habe ich hier langsam, gibt es hier Glut. Ich werde aber hier heute das Ganze mal verbrennen, weil ich brauche da ein bisschen mehr. Ach, genau. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, bei dem PayPal-Me-Link, der ist unten in der Infobox drin. Könnt ihr draufklicken und da könnt ihr mir via PayPal was zukommen lassen, wenn ihr das möchtet als Spende. Ist für mich irgendwie ein komisches Gefühl, das zu machen, aber
ja, irgendwie brauche ich da ein bisschen Unterstützung, sonst ja, wird es schwierig für mich. genau, was steht jetzt als nächstes an? Also als nächstes ist es so, dass ich, hier ist wieder Qualm. Ich hatte vom letzten Jahr noch einiges in petto, das, was ich an Touren letztes Jahr gemacht habe und so das ein oder andere im Wald. Die Videos, die sind im Archiv, das heißt, die sind fix und fertig. Die werden jetzt nach und nach alle hochgeladen. Wie gewohnt im wöchentlichen Takt montags um 6:30, also 18.30 Uhr. Und würde mich freuen, wenn ich euch da alle wieder sehen würde und willkommen heißen könnte. Ja, und danach geht es halt mit ganz normalen, was heißt ganz normal, mit anderen Videos weiter, wie Bushcraft. Da war jetzt die letzten Videos, das waren jetzt noch Wanderungen und auch nochmal so das ein oder andere Bushcraft-Video, soweit ich mich erinnere. Und so wird es auch weitergehen auf dem Kanal. Ja, und was ich jetzt hier im Anschluss geplant habe, ist Folgendes. So, müssen wir das erstmal hier ausbalancieren. Oh, geht so. So, das will ich mir jetzt hier so zusammen. Und dann noch eins, so lang, bis man die Fläche der Dose hier ausgefüllt hat. So, gucken wir mal. Da darf noch was drum. So, jetzt kann das hier rein, oder? Ja. Und damit das nachher, damit man das besser anzünden kann, drückt man das hier in der Mitte so ein Stückchen hoch. Dann hat man sowas wie eine, ja, Torte oder wie eine Kerzendocht. So. Das kommt jetzt hier in diese Dose rein. Und dann füllen wir das Wachs hier drauf. Und zwar so viel, bis sich das ganze Pappe aufgesogen hat. Und schön aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt, weil der Spaß hier ist heiß. So. Und wie ihr sehen könnt, reicht das nicht aus. Also werde ich noch ein bisschen was schmelzen. Denn ich will ja auch noch was essen. So, jetzt werde ich mir hier noch ein kleines Käffchen machen, beziehungsweise ein Cappuccino gibt es heute. Ja, mal gucken, ob ich das nochmal in Gang kriege, hier das Feuerchen. Oh ja, da ist es schon. Zack, rup. Okay, Deckel drauf. Cappuccino kommt hier oben hin.
Das letzte Mal, als ich mir hier was gemacht habe, da hatte ich meine Wasserflasche hier neben hingestellt. Die Nalgene, die große Literflasche. Und ihr glaubt es nicht, die ist mir geschmolzen. Ja, Unachtsamkeit. Aber ja, sie ist noch funktionsfähig. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, bin ich mal genauso, mindestens mal genauso gespannt wie ihr. Jetzt hoffe ich, dass sich der Wind mal ein bisschen beruhigt. Oh Mann. Okay, ein paar Versuche habe ich ja noch, ne? Okay. Wie ihr sehen könnt, jetzt brennt es erst richtig. Ich habe das erstmal windgeschützt stellen müssen, damit es überhaupt richtig anfangen kann zu brennen. Sonst wäre das immer wieder ausgegangen. Aber wie ihr seht, es funktioniert. Und da bekommt Gulaschtopf eine ganz andere Bedeutung. Denn ich mache mir hier jetzt mein Mini-Gulaschsüppchen warm in einen Mini-Gulaschtopf und werde mir das dann schmecken lassen. Mein Cappuccino ist auch fertig. Den werde ich dann noch trinken. Während ich hier halb verhungert warte, bis meine Gulaschsuppe fertig ist, werde ich mir schon mal den Cappuccino schmecken lassen. Und mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte gerne einen Daumen nach oben da. Drückt den Abo-Button und das Glöckchen, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und in diesem Sinne, Biene sagt Tschüss, bis bald im Wald. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Was bleibt mir an dieser Stelle zu sagen? Na, was wohl? Ich verabschiede mich bei euch. Nee. Nee, oder manchmal Sprachsalat. Gut. Während ich jetzt warte, bis mein Gulaschsüppchen fertig ist, werde ich mir schon mal den Cappuccino schmecken lassen. An dieser Stelle werde ich mich auch hier bei euch verabschieden. In meiner altgewohnten Art. Biene sagt Tschüss, bis bald im Wald. Mal lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Scheibenkleister. Ah. 'Cause I couldn't see.